Unter dem Begriff der Wirbelkörpermetastase versteht man eine Absiedlung von Tumorgewebe in einem Wirbelkörper. Meistens ist dies eine Absiedlung von einem Tumor, der in einem anderen Organ schon vorliegt. Es kann aber auch eine Absiedlung von einem Tumor sein, der im Knochen entstanden ist. Die Behandlung dieser Wirbelkörpermetastasen ist unterschiedlich und zielt meist darauf hinaus, dass man die Beschwerden des Patienten im Sinne von Schmerz oder neurologischen Ausfällen behandelt.